Hallo und Halleluja! Schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Heute geht es um die Haare und was wir an unseren Haaren alles ablesen können. Und das ist ja auch was, was wir nicht verstecken können vor anderen. Und Haare sind uns auch sehr, sehr wichtig. Wir legen sehr viel Wert auf unsere Haare und manchmal fällt es uns auch sehr schwer, sie abzuschneiden, weil wir sie nicht so gerne hergeben wollen. Also unsere Haare sind magisch und heute geht es darum, was es auf sich hat, wenn wir unter Haarausfall leiden, wo wir tendenziell eher immer Panik bekommen, weil wir so Angst haben um unsere Haare. Und an der Stelle möchte ich dich erstmal beruhigen, denn wir können alles beheben, wenn wir immer auch an der energetischen Ursache arbeiten und das Ganze ganzheitlich sehen. Und an der Stelle auch danke für den Impuls zu diesem Video, der vor ein paar Tagen kam. Und ich habe mir dann gleich ein paar Notizen gemacht und irgendwie wurden die Notizen immer mehr. Und dann wusste ich, okay, da kann man ein schönes Video draus drehen. Ich weiß selber, wie es ist, unter Haarausfall zu leiden. Also bei mir ging eine sehr starke Transformation vor, lasst mich lügen, ich bin mit Zeiten immer total schlecht, vor 6 Jahren knapp los. Damals habe ich auch die Pille abgesetzt und dann kam ganz, ganz krasser Haarausfall. Und natürlich kann man dann immer ja, die Verantwortung oder die Schuld auf Stoffe oder Dinge im Außen abschieben. Aber es hat ja auch alles einen Grund, warum man in Resonanz mit verschiedenen Produkten oder auch Medikamenten, wie auch der Pille, stand. Und wenn man sie dann absetzt, dann hat es ja auch seinen energetischen Grund, weil man dann damit einen Transformationsprozess auch in die Wege leitet, der nicht ausgelöst wird durch dieses Absetzen, sondern der vorher schon quasi begonnen hat. Ja, und deswegen alles, von dem wir denken, dass es uns im Außen geschadet hat, ist immer nur die halbe Wahrheit, denn immer wenn wir innerlich einen Transformationsprozess haben, dann werden wir auch im Außen zu Produkten, Präparaten oder Medikamenten geführt, die uns das Thema hervorholen. Und so war es auch bei mir Zeit für eine Transformation und eine Rundumerneuerung. Und da ist erstmal das Thema Loslassen. Und das ist was, was uns häufig widerstrebt, auch bei den Haaren. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Impuls, dass du, wenn du unter Haarausfall leidest, dir bewusst machst, dass es für dich an der Zeit ist, Altes loszulassen und dass du jetzt transformierst. Und es ist so, dass in unseren Haaren Energie abgespeichert ist. Auch alte Gefühle, alte Erlebnisse. Also auch Traumatisierungen stecken in unseren Haaren fest. Also es sind wie Speicher. Und wenn du natürlich in einer Transformation steckst und du einen Neustart im Leben möchtest, dann darfst du eben erstmal alles andere loslassen. Deswegen ist es wichtig, vor diesem Prozess keine Angst zu haben, auch wenn es leichter gesagt als getan ist. Aber es ist wirklich das Thema Loslassen und neue Energien dann quasi wachsen lassen. Ja, weil unsere Haare nicht nur Speicher sind, sondern auch Antennen. Also wir können auch Sachen aufspüren mit unseren Haaren. Ja, so auch Indianer oder so haben häufig auch lange Haare, eben aus diesem Grund, weil sie dann auch besser jagen können. Ja, also es sind wirklich so unsere Antennen, ja, die Verlängerung vom Nervensystem. Und dann kann es aber auch sein, wenn wir sehr viel Stress in uns haben, ja, und das Nervensystem überlastet ist, dass dann natürlich auch die Verlängerung vom Nervensystem ausfällt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es nicht mehr versorgt werden kann, weil wir so gestresst sind. Und wenn wir so viel Stress auch aufnehmen, ist es aus meinem Gespür heraus auch eine Art Schutzfunktion vom Körper. Also kann es sein, dass man die Haare abwirft, weil sonst alles zu viel ist. Ja, gerade sensible Menschen, die sehr fühlig, sehr spürig sind, sind häufig überfordert in der Welt. Und dann ist es natürlich besser, wenn man sich seine Fühlorgane abtrennt, weil man dann
nicht mehr so viel fühlt. Und wenn du dir das bewusst machst und auch lernst, mit deiner Hochsensibilität umzugehen und das als Gabe zu sehen, wenn du auch lernst, inneren Stress abzubauen und wenn du lernst, Grenzen zu setzen zu Menschen, die dir nicht gut tun, dann kannst du deine Gabe leben und dann können deine Haare auch wieder zu neuer Vitalität heranwachsen und dir diese innerlich gewonnene Vitalität dann auch nach außen spiegeln. Genau, deswegen ist immer wichtig, ja, A, Transformationsprozess, aber auch ja, innerer Stress, der dazu führt. Und das alles hat immer auch, also alles im Leben hat immer auch mit Hormonen zu tun. Ja, also hormonelle Prozesse, sei es jetzt bei mir auch, wie ich die Pille abgesetzt habe oder auch wenn man Wechseljahre oder auch alles, immer. Es hat immer mit Hormonen zu tun, Stresshormone, Glückshormone, Hormone, Hormone, Hormone. Und die haben auch immer mit der Seele zu tun. Denn auch unsere Seele kann unseren Hormonhaushalt beeinflussen. Also zum Beispiel kann uns die Seele auch mal eine schöne Depression schicken, ja, dass wir quasi erkennen, ah, okay, ich darf was verändern in meinem Leben, was man so nicht verändert, wenn es einem nicht richtig schlecht geht. Also auch bei mir damals, wie ich die Pille abgesetzt habe, hatte ich auch ein ganz schlimmes Burnout, ja, auch einen ganz starken Zusammenbruch. Und heute kann ich sagen, ja, ich habe das gebraucht. Ja. Und natürlich kann man dann auch sagen, dass es stressbedingt war, aber es war eben auch ein Richtungswechsel. Und zum Beispiel auch Haarausfall im Zusammenhang mit Burnout ist eben auch wieder ein innerer Stressprozess. Dann auch wenn die Nebennieren ausfallen, das sind ja auch unsere Antriebsorgane, ne, dann fällt der Antrieb aus und dann fehlt uns auch der Drive im Leben und dann spiegeln uns das die Haare, wie vital und glücklich wir wirklich sind. Und wenn wir noch nicht das tun, was unsere Seele möchte, dann sind wir noch nicht so in der Erfüllung und dann freuen sich die Haare auch noch nicht so. Ja? Also deswegen gebt an der Stelle, das sei erwähnt, auch den Friseuren nicht die Schuld. Ja, ich habe viele Jahre Friseure verantwortlich gemacht für meine Haare, weil ich hatte früher immer so Wellen, so ähnlich wie jetzt, sogar noch ein bisschen mehr. Und eines Tages hat mir ein Friseur mal die Locken quasi rausgeschnitten. Aber das ist nur dadurch passiert, weil ich auch nicht mehr in der vitalen Energie war. Und dann werden wir zu Menschen geführt, die das sichtbar machen, was wir in uns tragen oder was wir nicht mehr in uns tragen. Und jetzt, als ich das letzte Mal bei einer völlig neuen Friseurin war, die hat mir plötzlich die Haare so geschnitten, dass sie auch wieder sich selber locken und wellen. Und ich war im Vertrauen, weil ich wusste, wenn ich in mir vital und entspannt und im Vertrauen bin, dann werde ich zu auch Friseuren geführt, die das quasi mir widerspiegeln, was ich in mir trage. Also wir werden nicht zufällig zu Friseuren oder Menschen geschickt, die uns irgendwas kaputt machen oder schlecht schneiden. Also es passiert nichts zufällig. Es ist alles geführt und ein Zeichen, immer von unserer eigenen inneren Energie. Dann könnte man auch eben sagen, also genau Stichwort loslassen, Transformation, hatte ich ja auch schon gesagt. Ausfallende Haare ist auch so eine Art Fellwechsel. Also ich stelle es jetzt auch, ja, Fellwechsel bei mir, aber das Wort hatte ich vorhin so im Kopf. Ich stelle es auch bei mir fest, immer wenn ich in Transformationsprozessen stecke, dann fallen mir vermehrt viele Haare aus. Ich hatte das aber immer schon so und ich habe da irgendwie auch keine Angst mehr davor, weil ja dann auch neue Haare und neue Energie nachwächst. Ja, deswegen, wenn wir uns nicht an das alte, tote klammern, dann kann Neues nachwachsen. Ja, und häufig klammern wir uns an den Schmerz und nicht an die Liebe, weil die Liebe lässt frei. Und alles, was dich verlässt, ist eben noch ein Speicher des Schmerzes und möchte dich verlassen, weil es vielleicht nicht mehr zu deiner aktuellen Energie passt. Und das, was danach wächst an Haaren, hat eine andere Schwingung
und steht mit anderen Dingen und anderen Menschen in Resonanz. Und deswegen ist es wirklich wichtig, beim Thema Loslassen, dass wir wirklich loslassen und vertrauen, dass es auch wieder nachwächst. Ja, weil es eben ein Fellwechsel ist, der auch stattfindet, und es ist ein Energiewechsel. Also wir erhöhen unsere Schwingung und dann verlässt uns das, was niedrig schwingend ist. Also es kann mehrere Körperstellen betreffen, also häufig auch die Haut, die sich dann schuppt, ja, oder Kleidung, die man plötzlich nicht mehr anziehen kann. Also es ist, die Seele findet immer einen Weg, diesen Energiewechsel körperlich auch, also auch körperlich stattfinden zu lassen. Genau, und deswegen ein Pullover oder so kann ich wechseln, aber ja, die Haut auch, die schuppt sich, da haben wir auch keine Angst, dass da keine neue Haut nachwächst. Aber bei den Haaren sind wir noch nicht so ganz im Vertrauen, weil wir auch noch so ein bisschen den Glaubenssatz haben, dass Haare, wenn die dann ausfallen, dass die vielleicht nicht mehr nachwachsen oder wir eben Angst haben. Und ja, Angst ist aber immer aus dem Verstand. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, beim Thema Haarausfall. Es ist so, dass wenn wir zu sehr auch auf Verstandesebene sind, dann haben wir häufig auch nicht so die Vitalität in den Haaren. Ja, die wilde Mähne ist auch ein Zeichen von unserem Charakter. Ja, deswegen, wenn man so jetzt mal klischeehaft, ist auch nicht immer, ne, aber so klischeehaft, so ein schlauer Professor, ja, der hat irgendwann vielleicht mal eine Glatze, weil der sehr im Kopf unterwegs ist. Und jetzt so Albert Einstein beispielsweise, der hatte doch richtig viel Haare und der war auch sehr, sehr spirituell und auch wenn das vielleicht nicht immer so gesagt hat, wobei schon häufig, ja, doch. Aber er konnte es noch nicht so leben, vielleicht wie wir heute. Genau, deswegen, der hatte dann ein bisschen mehr Löckchen auf dem Kopf. Ja, also deswegen, Haare sind auch immer so Teilaspekte des Charakters, so wie der Mensch ist. Ja, und wenn man jetzt wenig Vitalität und Freude und Antrieb und Kreativität im Leben hat, dann können sie die Haare auch nicht haben. Und häufig geben wir dann aber den äußeren Dingen die Schuld dafür, aber wenn wir im Leben uns der Freude widmen, wenn wir wieder Freude im Leben fühlen, wenn wir wieder kreativ sind und unsere Leidenschaft aktivieren, dann werden das die Haare auch wieder spiegeln. Also es ist ja alles nur der Spiegel der inneren Energie, das, was wir im Außen an unserem Körper sehen. Und deswegen ist es da wichtig, die kreativen Energien auch wieder fließen zu lassen und sich nicht zu sehr darauf zu versteifen, sondern das zu machen, was einem glücklich macht, und dann auch wieder so den Drive haben, so das innere Feuer. Ja, das werden dir deine Haare sofort widerspiegeln, wenn du dein inneres Feuer entfachst und wenn du deine Energie aus dem Kopf umlenkst in dein Herz. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und steht auch, was ich mal gehört habe, stehen auch die Haare in Verbindung mit dem Sakralchakra, was ja auch wieder für Kreativität und Leidenschaft und das innere Feuer spricht. Aber es ist auch unser emotionaler Bereich, ja, und wenn wir alte Emotionen ausmisten, ja, dann ist es häufig im Magen-Darm-Bereich, dass sie uns verlassen, aber dann eben auch auf dem Kopf. Und die unteren Chakren, das ist ja auch so, ich sag mal, die Basis, das ist die Verwurzelung. Und die Haare haben ja auch Wurzeln. Ja? Also es ist auch irgendwo ein Wurzelthema, ein Basisthema. Und vielleicht hat es auch mit einem Ahnenthema zu tun oder einem Familienthema, das du auch löst. Und dann löst es vielleicht auch an den Haaren und dann kann es eben mit frischer, neuer Energie auch nachwachsen. Und eben aber auch, was wichtig ist, sich zu verwurzeln auf der Erde, mit der Natur verbunden zu sein, mit seinem Körper in Gleichgewicht zu sein,
auch nicht zu sehr nur abzudriften in die spirituelle Welt, sondern auch wirklich anzukommen, sich zu verwurzeln und auch wirklich den Seelenort zu finden, ja, die Heimat, wo deine Seele auch sein möchte, wo du dich auch wirklich verwurzeln kannst. Und wichtig ist dann natürlich auch, dass du vorher in dir ankommst, dass du in dir die Stabilität findest und ja, dich in dir verwurzelst und verankerst und natürlich auch mit der Erde. Genau, also nach oben und nach unten. Haare brauchen ja auch eine starke Wurzel und dann können sie auch schön wachsen nach oben. Ja? Also deswegen ist es immer wichtig, in der materiellen Welt genauso anzukommen wie in der spirituellen Welt. Und auch immer die Harmonie mit zwei A, witzig Daniela, die Harmonie und die Balance zwischen den Energien zu finden, auch zwischen männlich und weiblich. Ja, weil wenn wir zu sehr in der männlichen Energie sind, dann fallen uns vielleicht auch eher die Haare aus, weil uns so das Weibliche fehlt. Also auch betrifft auch die Männer. Ja? Also ich glaube, wenn wir Menschen, und das machen wir ja kollektiv, dass wir mehr in die weibliche Energie auch gehen, ins Fühlen und nicht nur ins Denken, dann werden wir uns da auch besser leiten können von unseren Gefühlen. Und die Gefühle hängen auch mit den Haaren zusammen, denn unsere Instinkte und unser Körper hilft uns auch, den Gefühlen zu folgen. Ja, aber auch körperliche Gefühle wie Hungergefühl ist auch ein Gefühl, was uns sagt, wann wir essen sollen. Und die Haare nutzt du auch als deine Antennen, bewusst oder unbewusst, spürst du damit auch Dinge auf, die du brauchst. Ja? Und man macht es aber intuitiv und deswegen weiß man nicht so, dass man mit seinen Haaren was aufgespürt hat. Ich habe da auch ein Video, das heißt, unterschätze nicht die Wirkung von spiralförmigen Frisuren. Weil ich habe ja häufig so ein Spiralchen auf dem Kopf und ich habe irgendwann intuitiv damit angefangen und wusste gar nicht warum. Also ich habe dazu auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch gerne. Da mache ich mir schnell eine Notiz, weil ich, wenn man vom Kopf ins Herz wandert, vergisst man manchmal schneller was. Genau, also weil wir häufig intuitiv was machen und es gar nicht verstehen. Wie genial das ist. Ja, also auch hier Spiralform ist ja die Urform, ja, hier die Anbindung nach oben und hier ein paar Härchen hängen und dieses das Ankommen der Materie oder so. Ja, also deswegen guckt euch auch an, welche Frisuren ihr gerne habt oder wie ihr eure Haare gerne tragt. Das sagt auch immer was aus über sich. Genau, und deswegen vertrau auch deinen Instinkten und nutze sie. Weil wenn wir sie nicht nutzen, dann verkümmern sie. Wenn ich, wie soll ich sagen, also ich merke das auch aktuell, dass ich dass sich mein Geruchssinn verbessert, mein Geschmackssinn, meine Augen, also alle Sinne werden schärfer. Und das passiert auch dann, wenn wir mehr mit unserer Seele verschmelzen, weil auch die Seele über und durch unseren Körper wirken und wahrnehmen kann. Und da gehören eben die Haare auch dazu. Also wenn du deine Haare als das wahrnimmst, was sie sind, als Energiespeicher und als Antennen, kannst du sie besser auch nutzen und wirst erkennen auch, dass sie keine toten Objekte sind. Also Haare sind am Leben lebendig und man merkt es manchmal, wenn unten so die Spitzen trocken werden, dann hat man so den Impuls, das muss jetzt weg, weil das ist jetzt tot. Ja, und deswegen, wenn ihr irgendwie was Trockenes unten habt, ne, nicht festklammern, sondern loslassen, weil dann ist da häufig eben noch Schmerz reingespeichert, weil ne, der Schmerz klammert und die Liebe lässt frei. Deswegen, das ist so meine Regel, wenn ich an irgendwas klammer, dann weiß ich, okay, es ist an der Zeit, loszulassen. Ja, und deswegen es ist da wirklich wichtig,
das so ganzheitlich einfach zu sehen, ne? Und natürlich, Vitalität hat natürlich auch immer mit Nährstoffen zu tun. Und manchmal können wir die Nährstoffe aber nicht aufnehmen. Und der Körper, oder wir haben nicht genug, die wir uns zuführen. Und der Körper spart dann natürlich an den Stellen, die jetzt nicht überlebenswichtig sind. Und das sind dann häufig auch die Haare. Also wenn du auch nicht so, also wenn du noch Emotionen im Magen-Darm-Bereich sitzen hast, die dich noch blockieren, dann kann es sein, dass du die Nährstoffe eben nicht so gut aufnehmen kannst und auch nicht so gut verwerten kannst. Und das hat auch viel mit dem Thema Loslassen zu tun, mit dem Thema ins Vertrauen, ins Herz finden, sich mit der Seele verbinden, seinem Herzen folgen und sich auch die Nährstoffe zuzuführen, auf die du Lust hast, ja, sich intuitiv zu ernähren, sich nichts zu verweigern, sich nicht zu knechten oder sich nicht zu quälen, ja, mit irgendwelchen Ernährungs Strukturen, wo du denkst, du musst es so machen oder du musst es so machen oder du musst vegan sein, weil du sonst ein schlechter Mensch bist. Ich finde, man sollte sich intuitiv so ernähren, dass der Körper das bekommt, wonach er verlangt, ohne dass man sich selber bewertet und dann wird man mehr und mehr feststellen, dass man sich intuitiv so ernährt, dass es dem Körper auch gut tut. Ja, und deswegen, Ernährung hat ja auch immer mit Emotionen zu tun. Ja, also wenn ich ungesund mich ernähre, dann versuche ich ja auch Emotionen zu kompensieren, sie runterzuschlucken und damit belaste ich mein Magen-Darm-System und man übersäuert durch zu viel Ernährung, durch zu viel Stress und so weiter. Und dann geht das natürlich auch an die Haare. Deswegen ist immer wichtig, sich den Stress und den Druck zu nehmen und nicht so viel Sorgen zu machen und nicht zu denken, oh, man muss so viel da und da. Und damit macht man sich häufig so einen Stress selber schon. Und wenn man sich Stress macht, dann können die Haare nicht entstressen. Ja? Deswegen ist immer wichtig, sich den ganzen Druck auch einfach mal rauszunehmen und ins Vertrauen zu gehen. Genau, deswegen wichtig, wie gesagt, auch Verwurzelung, Erdung, die sich mit seinen Ahnen auch versöhnen. Ja, häufig sagt man ja auch, irgendwie so Haarausfall ist erblich bedingt. Ja, ne? Was ist erblich bedingt? Erblich sind ja immer Themen, die sich weiter vererben. Und wenn man da vielleicht auch mit seiner Ahnenreihe in den Frieden kommt, in die Balance und das Thema löst, was sich vielleicht fortgeführt hat seit vielen Jahren, was dann zum Haarausfall führte, das ist ja immer ein emotional-energetisches Thema, was ein körperliches Thema quasi sichtbar macht. Und wenn man das erkennt, was es ist, und heilt, dann heilt man auch diese erblich bedingten Thematiken häufig. Also ja, deswegen sag nicht, es ist so, weil es immer so war. Ja, wenn du dir das sagst, dann wird es auch immer so bleiben. Du bist nicht umsonst hier in diesem Video und guckst dir das an, weil ja, wenn du Resonanz mit mir hast, dann kannst du viel mehr lösen und verändern, als du dir vielleicht noch bewusst bist. Ja, deswegen sich auch dem Fluss des Lebens so ein bisschen hingeben, also mitfließen, ja, Vitalität wieder haben, die Balance zwischen aktiv und passiv, Freude, Singen, Tanzen, Leichtigkeit, ja, so die Leidenschaft wieder entfachen für eine Tätigkeit oder für das Leben. Ja, das Leben genießen mit allen Sinnen, ohne dass du dich bestrafst oder knechtest. Ja, weil wenn du Vitalität im Leben hast und Freude, dann sind auch deine Haare wieder glücklich. Ja, also das ist, ja, ist auch eben wichtig. Genau, deswegen, Mangel an Ernährung oder an Nährstoffen ist auch immer für mich Mangel an Freude.
Ja, oder dass man eben noch an alten Sachen festhält. Und wenn du sagst, so, alles, was mich jetzt verlassen soll, darf mich in Liebe verlassen. Und alles, was jetzt nachkommt und nachwächst, darf mit und aus der Liebe wachsen. Ja, wenn du so an die Sache rangehst, dann werden auch deine Antennen wieder sprießen, weil du glücklich bist. Ja, wir denken immer, wir werden glücklich, wenn wir irgendwas an Schönheitsideal erreicht haben, wenn wir volle Haare haben oder wenn wir einen tollen Partner haben oder wenn wir Geld haben oder wenn wir einen gesunden Körper haben, dann sind wir glücklich. Aber es ist andersrum, wenn wir glücklich werden und dann eben, dann wird unser Körper und das Materielle sich verändern. Wir wollen immer die Materie verändern und erkennen nicht, dass wir unsere Energien verändern dürfen. Und dann verändert sich die Materie, ja, weil wir uns ja alles selber erschaffen haben. Der Körper, so wie er ist, ist von uns selber erschaffen. Auch wenn wir denken, wir haben es alles vererbt bekommen, auch das haben wir uns ja ausgesucht und wir können so viel positiv verändern, wenn wir erkennen, dass wir die Macht haben. Ja, deswegen lass dich intuitiv leiten. Ja, du kannst auch mit deinen Haaren sprechen. Ja, wie gesagt, die sind nicht tot. Du kannst auch mit denen sprechen und sagen, was braucht ihr? Vielleicht hast du dann plötzlich auch mal den Impuls, das Pflegemittel, was ich nehme, mögen die eigentlich gar nicht. Vielleicht haben die Lust auf irgendein hochwertiges Öl. Also meine, die hatten Lust auf ein hochwertiges Haaröl. Und ja, dann habe ich das denen gekauft. Also hört sich bescheuert an. Aber wenn wir so durchs Leben gehen, dass wir nicht mit unserem Kopf Entscheidungen für unseren Körper treffen müssen, was er braucht, sondern wenn wir unseren Körper einfach entscheiden lassen und die Kontrolle abgeben, dann wird das Leben so viel einfacher. Weil wenn du mal deine Haare fragst, was sie brauchen, die wissen es mit Sicherheit. Und du musst es nicht wissen und ich muss es auch nicht wissen. Und ich muss es dir auch gar nicht sagen, weil du sagst es dir selber. Na, und deswegen gebe ich ja gerne mit meinen Videos Inspiration. Aber du darfst dann für dich das rausnehmen, was sich für dich stimmig anfühlt. Oder vielleicht hast du auch nach dem Video einfach einen völlig anderen Impuls. Was auch immer, keine Ahnung. Oh, ich muss Tomate essen. Ja? Oder oh, ich habe Lust auf Dill. Oder oh, ich habe Lust auf Fisch. Oder was auch immer. Oder du kommst demnächst in ein Geschäft und siehst dann bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel. Oder du siehst irgendwas im Supermarkt, was dich anspricht, oder ein Haaröl. Du musst es jetzt auch gar nicht mit dem Kopf suchen. Lass dich einfach leiten von dir und sag deinen Haaren, ich möchte, dass es euch besser geht. Was braucht ihr? Und dann senden die dir auch Impulse. Ja, also das hört sich im ersten Moment immer so bescheuert an, weil wir so konditioniert sind, wir haben ein Problem. Und dann fragen wir andere, was ist das Problem? Ja, wir gehen zu einem Arzt und sagen, wieso habe ich Haarausfall? Wieso habe ich das? Wieso tut mir mein Bein weh? Daniela, wieso ist das so? Und die Antwort gibst immer du dir selber. Und die hast du in dir. Ja, deswegen, ja, ich darf euch inspirieren, aber jeder darf lernen, sich selber zu befragen und nicht immer andere. Ja, weil es ist so, wie wenn du hast ein Kind und dem geht's schlecht und dann fragst du die Lehrerin, ja, wieso geht's meinem Kind schlecht? Würdest du auch dein Kind fragen? Ja, und deswegen ist immer egal, was du hast, die Herangehensweise so, frag die Stelle, die dich stört oder die dir Sorgen macht. Frag sie aus der Liebe, nicht so, ja, ich will volle Haare, so, was braucht ihr denn so? Nicht so aus dem Mangel, aus der Wut, sondern nimm das erstmal an und sagst, was kann ich für euch tun? Und dann guck, was für Impulse kommen. Ja, manchmal eben was Materielles, manchmal vielleicht kriegst du einen Impuls zu einer Lebenssituation, wo du jetzt das Alte loslassen darfst, oder du hast den Impuls vielleicht irgendwie einen Sportkurs zu bewegen, zu besuchen, um dich mehr zu bewegen, um wieder Vitalität in dein Leben zu bekommen. Vielleicht hast du den Impuls zu malen und dann erkenne die Parallele.
Ja, weil wir denken, Haare, okay, Hormone, Ernährung und Pflegeprodukte. Ja, das ist das Thema Haare. Aber deine Haare können auch dir den Impuls geben, einen Malkurs zu besuchen. Ja, weil das auch deinen Haaren gut tun kann oder was Kreatives zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist alles Nahrung. Es ist nicht nur die körperliche Nahrung, die uns nährt, sondern auch die seelische. Ja, deswegen darfst du da einfach auch deinen Geist öffnen für völlig absurde Sachen. Ja. Oder du, was weiß ich, hast mal ein schönes Date oder so mit einer tollen Frau oder einem tollen Mann. Oder ja, du fängst was Kreatives an. Ja, du gehst unter Menschen oder du tanzt oder du singst oder du machst Yoga oder keine Ahnung, es ist alles möglich, was deinen Haaren helfen kann. Alles. Hauptsache, es macht Freude und bringt dir Vitalität. Ja, es sind alles Nährstoffe. Also lass dich führen, was brauchen deine Haare? Vielleicht ist es auch frische Luft. Ja. Vielleicht wollen sie eine Kopfmassage. Frag deine Haare. Oder ist es eben noch energetisch, dass du noch in der Welt ankommen darfst? Wichtig ist, dass du die Impulse, die jetzt kommen, annimmst und ernst nimmst. Auch wenn die irgendwie total absurd wirken und du denkst, hä, was hat das jetzt mit meinen Haaren zu tun? Dein Kopf findet da keine Lösung und mein Kopf findet für euren Kopf auch keine Lösung. Für euren Kopf findet eure Seele, euer Herz die Lösung oder eben die Haare. Ja, deswegen nicht irgendwie den Kopf zerbrechen, weil das tut den Haaren auch nicht gut, sondern einfach entspannen, nicht mehr drüber nachdenken, nicht den Kopf zerbrechen, weil sonst brechen auch die Haare ab, sondern einfach das, was du möchtest, als Frage stellen an deine Seele, an deine Haare, an beide gleichzeitig und sagen, so jetzt bitte. Gib mir die Impulse, führt mich dorthin, was mir hilft oder was ich brauche. Und bei mir ist es so mittlerweile, ich laufe manchmal so durch die Stadt oder plötzlich zieht es mich in ein Geschäft rein. Dann finde ich da was, wo ich mir denke, ach genau, das habe ich ja gebraucht. Ja, ich habe kürzlich ein neues Shampoo gebraucht. Ich habe gar nicht gesucht. Ich stand plötzlich einfach davor. Und dann habe ich mir eins rausgegriffen und ich wusste nicht warum. Ja, dann wollte ich erst nachgucken, ja, weil man will ja immer vergleichen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, Daniela, das war dein erster Impuls, du hast da hingegriffen, intuitiv, das ist es. Du musst nicht lange nachschauen, du musst nicht fragen, das ist dein Shampoo. Ja, so einfach geht's, wenn wir uns führen lassen von unserer Seele, aber eben auch von unseren Haaren. Denn jedes Körperteil führt uns, unsere Instinkte führen uns, die Nase führt uns, ja, wir können unserem Geruch, dem Geruch folgen, ja, wir können den Haaren folgen. Alles hängt miteinander zusammen, denn die Seele nutzt auch deinen Körper, um mit dir zu sprechen und um dich zu führen. Ja, und darum geht es eben, das zu erkennen, dass auch die Haare ein Bewusstsein haben, aber auch sie in Zusammenhang mit deiner Seele stecken. Ja, deswegen kann sein, dass deine Haare dir sagen, so ich brauche, was weiß ich brauche Fisch und dann bekommst du noch den Impuls deiner Seele, du brauchst Freude, Vitalität, du darfst deinem Seelenweg noch mehr folgen und das tun, was deine Seele möchte. Ja, du darfst dich besser verwurzeln in der Erde, in der Welt. Ja, also es können verschiedene Impulse sein, die für dich nicht im Zusammenhang stehen, aber irgendwie dann ja doch, weil eben alles zusammenhängt. Und das, was du sendest, das wird auch zu dir geführt oder du wirst dorthin geführt. Deswegen lass dich führen von deinen Haaren, die dich vielleicht auch zu diesem Video geführt haben. Also bedank dich auch bei deinen Seelenhaaren, wollte ich schon sagen, bei deiner Seele, bei deinen Haaren. Und vertraue darauf,
das Neues zu dir kommt, was du brauchst, wenn du auch jetzt das Alte loslässt und dich empfangsbereit machst für das Neue. Genau, Stichwort Schuppen ist auch ein Energiewechsel, ne? Also weil wenn sich die Haut schuppt, dann erneuert sie sich ja auch, ne? Also ja, und es kommt jetzt zu vielen Erneuerungen, aber immer bevor wir Neues bekommen, dürfen wir erstmal das Alte loslassen und uns nicht dagegen sträuben, auch nicht, wenn sich die Haare sträuben. Deswegen geh raus aus dem Kopf, such die Lösung nicht dort, erwarte nicht, dass es dir andere sagen, sondern lerne dich selber zu befragen. Und so auch deine Haare. Ja? Und das war es jetzt von uns. Deswegen, ich wink auch manchmal so mit meinen Haaren, ist mir aufgefallen. Das habe ich öfter auch in Stories auf Instagram gemacht, wo ich mir dachte, wieso winke ich jetzt mit meinen Haaren? Ja, vielleicht, ne? Keine Ahnung. Ne? Man macht es halt manchmal intuitiv und hält sich dann für bescheuert, aber wer weiß, was dahinter steckt. Ne? Manchmal ist es gar nicht so bescheuert, wenn wir aus dem Kopf gehen und mit unserem Herzen wieder fühlen. Und auch mit den Haaren natürlich, nur mit allem. Deswegen, Gefühle und Körper und Haare stehen immer in Zusammenhang, denn unser Körper ist der Spiegel unserer Gefühle und Gedanken natürlich auch und der Spiegel unserer Seele. Und die hat ja die Oberhand und deswegen können wir nicht nur in uns und unserem Körper viel Emotionales ablesen, sondern auch bei unserem Gegenüber. Und das vielleicht noch ganz kurz abschließend, Haare sind ja auch so ein Zeichen von Gesundheit, weil wir auch intuitiv bei der Partnerwahl gucken, wer ist vital. Und da sind die Haare auch so ein Indikator dafür. Und wenn jetzt jemand nicht so viel Haare hat dann assoziieren wir da häufig eine körperliche Schwäche damit. Und da muss aber auch keiner davor Angst haben oder auch Krankheiten, ja, weil was ist denn eine Krankheit? Eine Krankheit bedeutet, dass du bei dem Heilwerdungsprozess auf deinem Weg bist, weil heil ist man dann, wenn man mit der Seele verbunden ist, dann ist man ganz, dann ist man heil und dann ist auch der Körper wieder heil. Deswegen, je mehr wir unseren Seelenweg auch gehen, gehen wir immer in die Heilung, wir gehen in die Gesundheit und die Krankheit wird immer weniger. Ja, deswegen mach dir keine zu großen Sorgen und Ängste. Du befindest dich auf dem Weg der Heilung und dein Körper wird dir das widerspiegeln, was du innerlich in dir heilst. Deswegen in diesem Sinne, viel Spaß und sprech mal mit deinen Haaren. Ich bin gespannt, was sie dir sagen. Lass du gerne kommentieren und schäm dich nicht, weil wenn wir uns dafür schämen, dann können wir die Verbindung nicht so gut eingehen. Deswegen, ich schäme mich nicht dafür, mit meinem Körper und meinen Körperteilen zu reden, weil sie sind Teil von mir. Sie sind ich und sie geben mir immer Antworten. Ja? Deswegen probier es aus. In diesem Sinne, viel Spaß und Amen over and out. Doch noch nicht ganz Amen. Noch ein kleiner Tipp zum Ende. Meine Haare haben mir eines Tages geflüstert, also ich habe es als Impuls bekommen, dass sie nicht geföhnt werden wollen. Deswegen versuche ich wirklich, das zu minimieren, sie zu föhnen oder nur leicht zu föhnen. Und ich habe gemerkt, dass es meinen Haaren super gut tut, nicht so viel rumzuföhnen. Und ich auch jetzt nichts mit denen mache. Ich drehe sie mir also als Dutt entweder nachts hoch oder ja, und dann kommen da auch so Wellen. Deswegen, ich versuche nicht so viel zu machen und habe eben festgestellt, dass sie diese Hitze vom Föhn eigentlich gar nicht mögen. Und ich glaube, das ist auch was eher was Unnatürliches, was die Haare auch austrocknet. Und genau, so viel noch als Abschlussimpuls. Frag mal deine Haare, ob die geföhnt werden möchten. Und was Haare auch mögen, ist, wenn wir sie berühren, also meine zumindest. Also auch Massage, Stichwort Massage. Wir können nicht nur unseren Körper massieren, sondern auch unsere Haare.
Und deswegen, man spielt ja manchmal so intuitiv mit den Haaren und denkt dann so, hä, bin ich ein kleines Mädchen oder was? Ja, und denkt, fühlt sich irgendwie schlecht, aber die Haare wollen auch geliebt werden und wie gesagt, die sind nicht tot. Also wir können den Haaren auch Liebe geben und da freuen die sich auch, nicht wahr? Also, tschüss nochmal. Jetzt aber Amen.